herzlich willkommen zu Prey, der Demo, die erste Stunde. Das Spiel kommt am 2017. Dein Apartment. Du warst in dein Apartment im Jahr 2032. Cooler Anzug übrigens. Ja, wie gesagt, das ist die Demo. Die Vollversion könnt ihr jetzt am 5.5. wie gesagt kaufen. Und ja. Der Ladebildschirm. Yeah. Zieht sich mal wieder etwas in die Länge. Aha. Jetzt aber. Atlet. Ich habe auch noch keine Ahnung, was uns erwartet, weil, wie gesagt, wir spielen es auch zum ersten Mal. Und ja. Das ist ja nur die Demo erstmal. Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Morgen. Yeah. Scheiß Wecker. Boah, krass. Naja, hey Morgan, wach auf. Du verschwendest kostbare Zeit. Ich habe den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Vergiss deinen Anzug nicht. Bis später. Oh, eins noch. Es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Wir werden große Dinge bewegen morgen, wie in alten Zeiten. Der erste Tag. Neues Ziel. Du hast ein Ziel bekommen. Drücke um Translate zu öffnen. Wir spielen übrigens von der Xbox One aus. Ja, sonst spiele ich nur PC. Aber leider ist auf PC auch momentan von der Xbox One am Spielen. Ziele. Der erste Tag. Zieh deinen Transstar und deine Transferuniform an. Der erste Tag. Alex hat mich überzeugt. Ich werde mit ihnen auf die Raumstation Talos 1 gehen. Die Arbeit dort oben ist einfach zu gut, um sie abzulehnen. Außerdem hat er gesagt, er hätte eine Überraschung. Ich muss im Trainingszentrum durch einige Reifen springen, bevor ich an Bord des Shuttles gehe. Alles klar. Erstmal schön geschnarcht hier. Yeah. Schranktür. Benutzen. Geil. Benutzen. Scheiß Schuh. Will ich nicht mehr. Wieso kann ich den? Ich will den nehmen. Hallo? Dreckschuh. Scheiß hier. Alles raus hier. Die Gucci-Handtasche. Tschüss. Entschuldigung. So. Sag mal hier. Die kann ich nicht nehmen. Voll cool. Klettern. Halte X gedrückt, um mehrere Gegenstände aufzunehmen. Okay. Benutzer Plastikschlauch. Durchgebrannte Platine. Sehr gut.
scheiß Inneneinrichtung hier. Randale. Passwort eingeben. Gesperrt, morgen you. 3 E-Mails. Tutorial, die Arbeitstürme. Okay. Können wir die auch lesen jetzt? Hallo? Ah, das ist mein Inventar, alles klar. Was ist das? RT, LT. Okay. Die können wir also sammeln. Jetzt. Jetzt aber. Gratuliere und willkommen. Kann ich hier auch näher lesen oder geht das nur so? Okay, geht nur so. Von Thomas Tucker an Morgan Yu. Hallo Morgan. Hat mich sehr gefreut zu hören, dass Sie bald an Bord kommen werden. Ihr erster offizieller Arbeitstag ist Montag, der 15. März. Aber vorher haben wir eine Reihe von Trainingseinheiten für Sie, die alle neuen Angestellten durchlaufen müssen. Nur ein paar Dinge, die Sie auf das Leben im Orbit vorbereiten werden. Sie haben eine spannende Zeit vor sich. Guten Flug und bis bald. Thomas Tucker, Personalabteilung, Forschungsstation Talos 1. Lieferung. Lieferung. Von Alex Yu an Morgan Yu. Also an uns. Hallo, ich habe dir ein Paket mit allem zugeschickt, was du für deinen ersten Tag brauchst. Uniform, Transcribe und einen Neuromod. Installiere die Neuromod bitte gleich. Wir wollen am Morgen ein paar Tests laufen lassen. Befolge einfach die Anleitung. Ich melde mich später. Bis dann. Alex. Bereit? Hey, ich habe gerade mit Mama und Papa telefoniert. Sie können nicht zum Start des Shuttles kommen. Sie sind in New York. Firmenzeug. Aber sie senden beste Grüße. Ich glaube, Mama ist ein bisschen verstört, weil ihr beiden Kinder zur selben Zeit außerhalb ihres Orbits sein werden. Sie meinte, du sollst dich benehmen und auf deinen großen Bruder hören. Okay, eigentlich hat sie es genau andersrum gesagt. Ich soll mich benehmen und auf dich hören. Also, so viel zu Mama. Naja, alle sind begeistert von deinen Plänen für da oben, also mach dich bereit. Ich rufe dich wahrscheinlich morgens an, um sicher zu gehen, dass du auch wach bist. Dann bis bald, morgen. Alex. Alles klar? Können wir hier irgendwas noch mitnehmen? Lesen. Elektronik leichtgemacht. Auszug aus dem Vorort von Elektronik leichtgemacht von Antoinette Sokol. Mit einer Reihe praktischer Experimente werden wir Ihnen die Grundlagen moderner Analog- und Digitalelektronik vermitteln, damit Sie am Ende jeden beliebigen einfachen Schaltkreis selbst bauen können. Wie hat es Thomas Edison einst so schön gesagt? Zum Erfinden benötigt man viel Fantasie und einen Haufen Schrott. Alles klar. So, können wir hier noch irgendwas... Scheiße, ja. Kack. Kackstuhl hier. Das ist unser Anzug. Den müssen wir annehmen. Yeah. Uniform an. Neues Ziel. Steige in den Helikopter auf dem Dach. Ja, 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 ja. Oh, cool. Ist schon geil gemacht. Sieht so cool aus. So, was haben wir hier noch? Ist hier noch was zu lesen? Oder irgendwas? Prinzipien der Neurowissenschaften, 10. Ausgabe. Auszug ans Prinzipien der Neurowissenschaften, 10. Ausgabe. Das Gehirn wurde einst als zu warm, feucht oder stillbehaftet für scheinbar empfindliche Quantenprozesse angesehen. Die Entdeckung der Quantenkohärenz in biologischen Abläufen, wie zum Beispiel der
Photosynthese der Pflanzen, der Navigation von Vögeln und unseren eigenen Geruchssinn haben jedoch den Weg für die nachfolgende Entdeckung von Quantenvibrationen in den Mikrotubuli der Neuronen geebnet. Im Zuge der Fermi-Problems, Auszug aus einem Buch über die Existenz außerirdischer Intelligenz von Dr. Robert James III. Stellen Sie sich vor, dass es in der Galaxie Milliarden von Sternen wie unsere Sonne gibt, wieder von wesentlich älter. Um einige dieser Sterne könnten erdähnliche Planeten kreisen. Auf einigen dieser Planeten könnte sich intelligentes Leben entwickelt haben. Und einige dieser intelligenten Lebewesen könnten zu interstellaren Reisen fähig sein. Wenn eine Zivilisation sich vor der unsrigen entwickelt hätte, erscheint es möglich, ja, sogar wahrscheinlich, dass selbst mit der heute vorstellbaren Geschwindigkeit von Reisen zu anderen Sternen bereits die gesamte Galaxie kolonisiert ist. Das Problem dabei, wir haben derartige Zivilisationen weder entdeckt, noch wurden wir von ihnen kontaktiert. Warum? Alles klar. Wissen wir Bescheid? So, was ist das? Sofa können wir also nicht schleppen. Hier, was ist hier noch drin? Das Badezimmer. Ja. Ich will da nicht hoch. Mach da. Oh, wir haben Ketten. Guck mal. Ah. Okay, haben wir nichts gefunden. Oder? Wo ist nochmal? Da. Ach nicht, okay. Klopapier. Ab in die Toilette. Oh. Erstmal schön die Schüsse. Toilettenspülung ohne einen Sound. Okay. Kann man hier rausgehen? Tür verklemmt. Toll. Ist es am Brennen? Hilfe! Die Tür klemmt. Was ist das? Herzlichen Glückwunsch morgen, Alex. No. The Metro. War ich nicht. Enzyklopädie der Ernährungswissenschaft und des Kochens. Auszug aus einem Eintrag der Enzyklopädie der Ernährungswissenschaft und des Kochens, Edition 2033 von Elliot N. Shaw. Transglutaminase, TG oder TGase, ein in Pflanzen, Tieren oder Bakterien natürliches vorkommendes Enzym. TG wird oftmals verwendet, um eiweißhaltige Nahrungsmittel zu binden oder Nachbildungen von zum Beispiel Krabbenfleisch oder Fischklößen herzustellen. Wird umgangssprachlich auch als Fleischkleber bezeichnet. Tipp für Köche, wenn Sie die Haut eines Hühnchens auf einen Lachs kleben, schütten Sie damit dessen Äußeres vor dem Verbraten. Alles klar. Okay. Alles weg hier. Kack. Okay, ist nix. Dann machen wir wieder raus. So. Ah, eine Dose erfrischender kalter grüner Tee von Trendstar Kitchens. Stellt 5 Gesundheit wieder her. Okay, das ist sehr gut. So war. Nein! Das wollte ich eben nicht. Okay, da ist nichts drin. Hier ist sonst auch nichts, oder? Nö. Okay. Ist hier noch was? Da ist noch was. Im Herzen eines Woks. Auszug aus Kapitel 5 des Buches Im Herzen eines Woks von P. Sue Do.
Das Zubereiten eines Gerichts mit Hilfe des Woks ist eine Ehrfurcht gebietende, ja geradezu spirituelle Erfahrung. Jedes einzelne Schicht der schwarzen Oberfläche hält die Erinnerung an ein Gericht fest, welches in der Stahlschüssel des Woks zu gaumenfreundiger Köstlichkeit perfektioniert wurde. Ihr geschmacklicher Widerfall bereichert jedes neue Gericht, das dieser meisterlichen Pfanne zur Zubereitung übergeben wird. Alles klar. Von der spirituellen Ebene. So, Entschuldigung. Ja. Da waren wir schon. Da könnten wir nichts mehr machen. Das hatten wir auch gelesen, ne? Moment. Alles hier machen wir. Wunderbar. Mal ein bisschen mit der Steuerung klarkommen. Oh, hallo. Guten Morgen, Miss Yu. Guten Morgen. Auf dem Dach wartet ein Helikopter. Der ist bestimmt für Sie. Ja, danke schön, Patricia. Hallo. Nemo, bist du's, nur in Gelb. Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Nein, Entschuldigung. So, geht's sofort weiter. Tür verschlossen. Resident Tower sind wir. Benutze A zum Springen und L zum Sprinten. Mit B kannst du kriechen. Okay. Ist richtig? Muss mal kurz testen. Ah, das ist richtig. Nein. Yeah. Müssen wir mit dem Aufzug fahren? Sie sind am Dach angekommen. So. Guten Tag. Miss Yu, machen Sie es sich gemütlich. Gleich geht's los. Die Transtar-Anlage ist nicht weit weg. 25 Grad, durchgehend klarer Himmel. Bitte. Schöner Blick auf die Bucht. Voll geil. Ein Arcane-Studio-Production. Das ist gut gemacht. Sehr, sehr geil gemacht. Sie ist super gechillt. Cool. Das falsch gerade ein bisschen. Geil. Da wären wir, Miss Yu. Achten Sie aufs Glas, wenn Sie aussteigen. Natürlich. Viel Erfolg. Danke, danke. Hallo, Dr. Yu. Hallo. Esco. Wissenschaftsoperator. Ich bin ein Sybil 495 Wissenschaftsoperator.
Ich feiere das gerade so. Voll cool. Können wir hier noch irgendwas machen? Willkommen, Morgan Yu. Sie haben einen 9-Uhr-Termin in der Testanlage. Bitte bestätigen. Cool. Sie fahren zur Testanlage. Bitte warten Sie. Sie haben die Testanlage erreicht. Morgan. Endlich. Hallo, Alex. Alles fit? Alles fit? Alex hier, ist das unser Foto? Hey, diese Transtar-Uniform steht dir richtig gut. Danke. Wie ist dein Auge? Noch rot? Ich weiß, die Tests scheinen etwas ungewöhnlich, aber das ist typisch für die Yus. Normen zu brechen liegt uns im Blut. Wenn die Tests beginnen, verhalte dich einfach ganz natürlich. Mach dir keinen Kopf. Dr. Bellamy wird dich durch den Vorgang führen. Du wirst gut versorgt. Wir sind nächste Woche im Orbit. Versprochen. Mr. Yu, Ihre Schwester wird in Raum A erwartet. Gut. Hör zu. Sei einfach du selbst. Wir sehen uns danach. Alles klar, Bruder. Ist fit. Die wissenschaftliche Methode. Auszug aus Architekten der Neurolymphischen Revolution. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich aus Ihnen... Habe ich das nicht eben schon... Nein. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich aus Ihnen in weniger als 10 Minuten einen Mathematiker aus dem Niveau Einsteins machen könnte? Ich würde sagen, das ist Unsinn. Das ist der erste Gedanke, der mir in den Sinn kommt. Angesichts Alex Hugh Überzeugung jedoch schnell wieder verschwindet. Auch wenn es nicht zu mir passt, bin ich gefesselt. Er hält mich nicht zum Narren. Sich selbst... vielleicht. Aber mich? Nein. Alex lehnt sich in seinen Stuhl zurück. Willkommen im Zeitalter der Neuromods. Okay. Das ist Testing Room. Ich gehe da nicht rein. Oh, hier doch. Guten Tag. Guten Morgen, Marvin. Morgen. Ich bin Dr. Bellamy. Hallo. Wir müssen heute ein paar Tests machen. Warum? Wahrscheinlich nicht das, was Sie gewohnt sind, denke ich. Glauben Sie mir, Sie werden das schon schaffen. Mhm. Bereit? Mhm. Gut. Fangen wir an. Für den ersten Test entfernen Sie die Kisten aus dem roten Kreis, so schnell Sie können. Folgen Sie Ihrem Gefühl. Ja? Wunderbar. Ja, bereit, drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Ist X. Wunderbar. Das ist... Sie machen das großartig. Naja. Gehen wir jetzt rüber in Raum B. Voll das Versuchskönigin hier. Mhm. Okay, Morgan. Hören Sie. Verstecken Sie sich so gut es geht im Raum. Denken Sie nach. Nicht hetzen. Ganz ruhig. Nein, war nur Spaß. Sie haben nur 9 Sekunden. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Wo soll ich mich denn verstecken? Ich verarschen? Ich drücke einfach mal. Warte mal, die Fresse. Aktivitäten? Keine? Nein? In Ordnung. Tut mir leid. Wir machen weiter morgen. Gehen Sie in Raum C. Sie machen das toll. Hey, was hätte ich denn machen sollen? Ja, Penner. Tür. Also gut. Es geht los. Für diesen Test drücken Sie bitte den blauen Knopf auf der entgegengelegenen Seite des Raumes so schnell
und so intuitiv wie möglich. Ohne Nachdenken. Tun Sie es einfach. Zum Starten den roten Knopf drücken. Miss. Tut mir leid. Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Simmons? Miss. Ich habe das installiert, was Tina gebracht hat. Und alles war okay? Der Lautsprecher ist noch an. Tut mir leid, Morgan. Wir haben Probleme mit der Ausrüstung. Liegt nicht an Ihnen. Sie sind großartig. Ein letzter Raum. Gehen Sie in D. Hier war doch nichts. Liegt das jetzt an mir oder liegt es an denen? Kann mir jemand einen Kaffee bringen? Es wäre großartig. Danke. Okay, Morgan. Setzen Sie sich an den Tisch, bitte. Gute Arbeit. Sehen Sie auf dem Bildschirm vor sich. Ich werde Ihnen einige Fragen zeigen. Wählen Sie die Antwort, die am meisten Sinn ergibt. Drücken Sie Start, wenn Sie bereit sind. Von mir aus. Ach komm ey, ich bin bei sowas echt nicht gut, aber hey. Sie planen Ihren Urlaub. Besuchen Sie einen vertrauten Ort, den Sie... Schnauze, den Sie lieben, oder probieren Sie etwas Neues aus. Sobald Sie bereit sind, Morgan. Jaha. Ich würde sagen... Das? Gut, Sie haben den Dreh raus. Weiter so. Jaha. Sie wurden für Ihre Taten zum Tode verurteilt. Was fühlen Sie? Ich habe Angst, ich weiß nicht, was passieren wird. Ich bin wütend, niemand hat das Recht dazu. Ich bin ruhig. Das war es wert. Oh. Nicht einfach. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, denen das Gleis gefesselt sind. Sie können den Zug des Gleises wechseln lassen, denn an dem anderen Gleis ist ebenfalls ein Mensch gefesselt. Gut. Weiter. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu. Sie stehen auf dem Bahnsteig neben einem extrem dickleibigen Mann. Wenn sie ihn aufs Gleis stoßen, kommt der Zug rechtzeitig zum Stehen. Fast geschafft. Oh Mann, was sind das für Fragen? Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die ans Gleis gefesselt sind. Sie könnten den Zug stoppen, indem sie aufs Gleis springen. Das würde ihnen Tod bedeuten. 1 gegen 5. Wow. Ich bin beeindruckt. Sehr gut. Sehr gut. Gleich fertig. Im nächsten Teil zeige ich Ihnen ein Bild. Sehen Sie es sich ganz genau an. Gleich würde ich Sie fragen, was Sie... ist das mein Kaffee? Er ist leer. Alex. Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Sie lebt noch. Ruhig gestellt. Alles klar. Bin unterwegs. Was ist da passiert? Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Krass. Jeden Tag neu, kann das sein? Und wir haben keine Erinnerung daran. Das ist
Oder wir sind da eine, die haben uns hierher gebaut, wahrscheinlich. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Jetzt wird's gefischt los. Ja, Tatsache. Du bist das Einzige, was mir geblieben ist, Fischi. Alter. Bohrzange. Sehr gut. Hallo Morgan. Wir sollten reden. Mein Codename ist January. Das ist kein Traum. Was gestern geschah, war real. Wenn Sie wissen möchten, was los ist, müssen Sie erst die Apartmentgebäude verlassen. Sie sind dort nicht sicher. Tür verschlossen. Hä? Hier kommen wir nicht weiter. Okay. Dann gehen wir mal hier lang. Können wir jetzt vielleicht hier die aufbrechen? Ja. Tatsache. Oha, krass. Das ist mega geil gemacht. Wir sind hier und das ist der Übungsraum, wo wir eben waren. Krass. Und weiter. Krass. Gut, Sie sind im Simulationslabor. Gehen Sie jetzt zum Ausgang. Ich bleibe in Kontakt. Alles klar. Tägliche Tests. Tägliche Tests. Wenn Sie schon mit unserer Hauptproduktlinie zu tun hatten, wissen Sie, dass wir uns manchmal noch mehr anstrengen müssen, um unsere Meilensteine zu erreichen. In diesen Entscheidungen fließen jegliche Risiken ein. Die Verlängerung auf unbestimmte Zeit war eine diskrete Bitte sowohl von Alex als auch von Morgan. Sylvian Bellamy. Okay. Ein Kommentar zu heute Morgen von Alex Hugh an Neuromod-Abteilung. An alle Mitarbeiter. Ich weiß, der Vorfall von heute Morgen hat uns alle schwer getroffen. Bitte unterlassen Sie jeglichen Kontakt außerhalb Ihrer Abteilung, um unnötige Panik zu vermeiden. Es wird in Kürze eine stationsweite Ansage geben. Bis dahin befinden sich Mrs. Laser und ihr Sicherheitsteam in höchster Alarmbereitschaft und werden sich um ihre Anfragen kümmern. Ich weiß, manche von ihnen machen sich Sorgen um Dr. Bellamy. Es wird derzeit im Traumazentrum behandelt. Sein Zustand ist kritisch, aber stabil. Vielen Dank für Ihre Geduld und Hingabe für dieses Projekt, Alex Yu. Ich weiß ja nicht, der ist mir irgendwie komisch, der Alex. Ich weiß nicht, irgendwie so ein Gefühl. Scheiß Tests hier. Ist wie bei der Schule hier. Nein, Spaß. Zack, weg. So. Finden wir hier irgendwas? Okay, können wir nicht kaputt machen? Nehmen. Danke. Benutzter Plastikschlauch. Warte mal hier. Ausgefranstes Kabel. Das Toilettenpapier. Es ist nicht vierlagig. Wer kauft denn sowas?
Die Industrierohrzange Hephaestus, auch Heffi genannt, ist das Standardmodell für das Wartungspersonal der Transtar-Einrichtungen, eignet sich für die freimütige Anwendung perkussiver Wartung und mechanischer Auseinandersetzung. Benutze RT zum Schwingen der Rohrzange. Hinweis: Halte RT gedrückt, um deinen Angriff für maximalen Schaden aufzuladen. Dabei verbrauchst du Ausdauer. Ja, danke für die Info. Passwort. Noch an. Aktivitätenprotokoll 22. Februar 2035 0 bis 7:30 Uhr schläft. 7:31 Uhr wacht auf, stellt Alarm ab. 7:32 Uhr schaut auf Transcribe. 7:34 bis 7:55 Uhr am Computer verschiedene Aufgaben. 8:04 Uhr duscht. 8:26 Uhr legt Uniform ab, verlässt Apartment. Haben die alles aufgenommen, was wir gemacht haben? What the fuck? Das haben wir eben gelesen. Was ist das? Weckruf. Hey Morgan, wach auf! Du verschwendest kostbare Zeit. Ich habe den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Vergiss deinen Anzug nicht. Bis später. Oh, eins noch. Es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Wir werden große Dinge bewegen morgen, wie in alten Zeiten. Das haben die so alles inszeniert, Alter. Das ist unsere Wohnung. Ist das nicht unsere Wohnung? Nee. Doch, das ist sie. Wie krank, Alter. Wie krank. Was für eine kranke Scheiße. So, was haben wir hier noch? Gehen wir mal zurück. Simulation, Observation. Hier ist der Helikopter. Store.
hier. Die wissenschaftliche Methode. Auszug aus Architekten der neurologischen Revolution. Ah, das kennen wir schon. Alles klar. Das haben wir eben schon gelesen. Medikit. Sehr gut. Was haben wir denn dabei? Rohrzange. Ersatzteile. Ersatzteile. Universelle Komponenten, Reinigungsmittel und Klebestoff für Reparaturen. Benutzerplastikschlauch. Ausgefranstes Kabel. Kings und Ray Sekt. Eine Flasche Sekt, die von der Erde zu Talos gebracht wurde. Stellt einen Gesundheit wieder her. Und ein Medikit. Sehr, sehr gut. Was war das? Typhon Kakoplasmus. Jeder nennt sie Mimics. Achten Sie darauf, was Sie aufheben. Bitte was? Sind also nicht meine. Morgens verhalten. Nach Morgens Ausbruch bei der Befragung hat Alex gebeten, alle Befehle über ihn laufen zu lassen. Es steht eine psychologische Begutachtung an und Alex möchte keine Überraschung mehr mit Morgen erleben. Wir übrigens auch nicht. Natürlich hatte Morgens, wie immer erwartet, alles über den vorherigen Test vergessen. Aber die aggressive Reaktion auf dieselben Testkriterien war eine ganz klare Abweichung. Meine Empfehlung wäre, die Persönlichkeitsabweichung vor kommenden Tests bei Befragungen und während des Tests selbst zu erfassen. Bellamy. Okay. Hi. Okay, der hat nichts dabei. Alter. Das ist also nie nix. Alex. Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Sie lebt noch. Ruhig gestellt. Alles klar. Bin unterwegs. Okay, das haben wir jetzt auch gefunden. Exit to Lobby, Skills Recorder und Stage Recorder. Alles tarnen, also diese Mimics. Das ist sehr schwierig zu sehen. Mist. So. Dringend. Hey, ich glaube Bellamy hat Daten zu Mimicry. Und Fernmanipulation aus der Forschungsabteilung entwendet. Gehen Sie zu Traumazentrum und nehmen Sie seiner Leiche die Schlüsselkarte zu seinem Quartier ab. Tut mir leid, dass das so makaber ist, aber Alex würde ausflippen, wenn jemand anders diese Daten findet. Markus Simmons. Okay.
Spiel auf deine Art. Experimentiere mit verschiedenen Herangehensweisen, um Herausforderungen und Gegner zu meistern. Du kannst eine verschlossene Tür überwinden, indem du nach der Schlüsselkarte suchst, einen anderen Weg findest. Je mehr Fähigkeiten du erlernst, desto mehr Möglichkeiten stehen dir offen. Sehr cool. Sehr cool. Finde ich gut. Ena. Human Eye. Oh, gut, gut, gut. Frage zur Simulation. Hallo Alice. Ich schicke Ihnen die Studie, die Alex und Morgan verfasst haben. Im Grunde genommen geht es um Folgendes. Das Erlernen einer neuen Fähigkeit mittels Neuromod funktioniert so wie das Anlegen neuer Erinnerungen im Gehirn. Tatsächlich ist es vorerst nicht möglich, die durch die Mod bewirkten Veränderungen von den normalen Erinnerungsbildern zu unterscheiden. Wenn ich also die Neuromod entfernen möchte, dank der sie wie Gustav Leitner Klavier spielen, wie ihr Gehirn auf den Stand der Installation zurückgesetzt. Sie wollen, dass Morgens Gehirn vollkommen unberührt ist, wenn es Prototype Neuromods erhält. Hier musste also extrem zurückgespult werden. Kann ich auch weiterklicken? Ja. Daher auch die Wohnungssimulation. Die News haben sich wirklich mit Leib und Seele der Wissenschaft verschrieben. Melden Sie sich nachher mal wegen des Mittagessens. Simmons. Ja. Hallo. Ey, du kleiner Pisa. Aha. Ah, Alter. Nein. Wir sind gestorben. Scheiße. Ach, Mensch. Scheiße. Ja, das braucht, also da muss man sich echt ein bisschen, gerade auch bei der Xbox One. Niemand konnte die Mimics davon abhalten, sich zu vermehren, seit sie aus der Eindämmung ausgebrochen sind. Ich helfe ihnen zu überleben. Halten sie durch. Ja. Wie gesagt, bei der Xbox One ist das ein bisschen, muss man sich ein bisschen reinfinden, so mit der Steuerung ein bisschen. Also es ist eigentlich leicht zu handeln, aber wenn man nur PC meistens gewöhnt ist, ist es halt ein bisschen schwieriger. Okay, dann erstmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge, beziehungsweise nächsten Let's Play. Bye, bye!